mitten im Herzen Europas. Zwischen der Schweiz und Österreich liegt das Fürstentum Liechtenstein mit der Hauptstadt Vaduz. Am 19. und 20. März 1957, also vor fast genau 50 Jahren, traf sich hier eine kleine Gruppe von körperlich behinderten Frauen und Männern zur ersten Generalversammlung der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Von diesen Gründern lebt heute nur noch die 79-jährige Riek de Vos aus Benschop in Holland. Alle anderen sind mittlerweile gestorben. Ihrer wollen wir nun kurz gedenken. Aus diesen Künstlern wurde Arnulf Erich Stegmann aus Deutschland zum Präsidenten auf Lebzeiten, sowie Corrie F. Ried und Charles Pasche als Vorstände gewählt. Dazu Dr. Herbert Badliner mit Sitz und Stimme. Dann über Empfehlung eines anerkannten österreichischen Wirtschaftsprüfers kam Herr Stegmann zu mir und hat seine ganze Ideen mir unterbreitet, und wir haben dann 1956 haben wir das weiter verfolgt. Die erste Tätigkeit war, als liechtensteinischer Rechtsanwalt musste ich die Statuten ausarbeiten, und nach dem liechtensteinischen Gesetz war es notwendig, dass auch ein Liechtensteiner Einsitz nimmt in den Vorstand. Seit Gründung, also seit 1956, habe ich nach wie vor die Funktion als Rechtskonsulent inne. Auch Gustl Sturm und Hans Massberger waren von Anfang an mit dabei. Als 14-Jähriger habe ich Herrn Stegmann kennengelernt und wir haben oft gemeinsam gezeichnet und gemalt. Später, bei der Gründung der Vereinigung in Liechtenstein, war ich auf Wunsch von Herrn Stegmann anwesend. Und seither bin ich für die künstlerische Beratung und Betreuung der Mund- und Fußmaler zuständig. Im Büro des jungen Anwalts im Zentrum von Vaduz wurde das erste Quartier bezogen. Nach einem Jahr gab dieses Haus im Grünen der Vereinigung Unterkunft. Die Hauptaufgabe der Gründer bestand in den folgenden Jahren darin, die VDMFK in ihren Ländern bekannt zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Ausstellungen wurden organisiert, Maldemonstrationen in Spitälern,